So, ihr Lieben, ich habe es herausgefunden, und zwar draußen der gute kleine junge Mann ist des Rätsels Lösung. Ein wenig hin und her pendeln, das ist es, was ich vergessen habe. So, jetzt reden wir nochmal mit ihm und er kann uns da noch ein bisschen aufklären. Hey, McGuire. Was? Genau. Bist du sicher, dass Fitzgerald bei der Grabung gearbeitet hat? Wieso? Natürlich hat er das. Würde ich Sie anlügen? Naja, er sagt nein. Ich habe Sie doch erst gestern Nacht zusammen gesehen. Warum hast du mir das nicht früher erzählt? Was haben Sie gemacht? Pegram hat Fitzy eine Schachtel gegeben. Sah davon nicht besonders begeistert aus. Hab ich also recht gehabt. Aber wie kann ich ihn überreden, mir das Ding zu geben? Brechen Sie ihm die Flossen. Das könnte ich nie tun. Ich schon. Danke für das Angebot, aber ich versuche doch lieber eine subtilere Methode. Chinesische Wasserfolter? Fitzy. Auch nicht schlecht. Wovor fürchtet sich Fitzgerald denn so? Vor allem und jedem. Dann sollte es ja nicht allzu schwer sein, ihn zum Reden zu bringen. Könnte sein, aber man darf's nicht übertreiben. Versuchen Sie's auf die sanfte Tour. Schmieren Sie ihm Honig ums Maul. Bis später dann. Okay, Mister. Das werden wir jetzt mal machen. Ein wenig Honig schmieren. Lecker die Schlecker. So, und dann sind wir jetzt auch endlich einen Schritt vorangekommen. Gesundheit. So, Fitzi, jetzt bist du dran. Jetzt hab ich dich. Hallo. Hallo. McGuire sagt, er hat sie an der Ausgrabung gesehen. Und noch mehr, er hat gesehen, wie sie mit Pegram geredet haben. Ja, was sagst du jetzt? Na, kannst du gucken? No? Ich wusste, dass das passieren würde. Ich wusste, dass man mich erwischt. Ich habe aber auch ein Pech. Müssen mich doch ein Krimineller und ein Idiot finden. Ich muss mit Dr. Pegram reden, falls er noch am Leben ist. Meinen Sie damit? Ist er in Gefahr? Yeah, und Sie auch, wenn ich recht habe. Sie sind nicht vom Sozialamt? Großer Gott, nein. Wie kommen Sie denn darauf? Naja, ich habe Arbeitslosengeld bezogen, als ich für Pegram unterwegs war. Darüber habe ich nicht zu urteilen. Das müssen Sie schon mit Ihrem Gewissen selbst ausmachen. Ich will lediglich mit Pegram über den Edelstein reden. Er ist aber nicht hier. Ich weiß, aber er hat Ihnen ein Päckchen dagelassen, stimmt's? So, ich will das Päckchen haben, Mann. Also, wo ist Pegram hingegangen? Ich weiß es nicht wirklich. Er ist zu mir gekommen, heute Morgen, ganz früh. Sagte, er würde weggehen. Ja, und weiter? Komm, ist nicht später geworden. Er sagte, ich soll dieses Päckchen jemandem geben. Heißt Marquet oder so. Zeigen Sie mir, was in dem Päckchen ist. Das kann ich nicht. Warum nicht? Das habe ich dem Professor versprochen. Na und? Sie hatten ja auch keine Skrupel, als Sie sich Ihre Unterstützung erschwindelt haben. Also was kann es schaden, mal einen kleinen Blick in Pegrams Paket zu werfen? Sie kennen diese Leute nicht. Das kann ich nicht. Ich trau mich nicht. Ach. Was hat Pegram in der Burg gefunden? Den Eingang zu einer unterirdischen Kammer. War voll mit Erde und Schutt und wir haben sie für Pegram ausgegraben. Wir haben einen geheimen Raum entdeckt. Eine verborgene Kapelle. Hat Pegram den Edelstein im Altarraum gefunden? Weiß ich nicht. Wir mussten rausgehen und er hat uns nicht gesagt, warum. Eine halbe Stunde später ist er dann auch wieder hochgekommen. Der Mann war weiß wie ein Leinentuch. Er hat die Ausgrabung zugemacht und die Burg abgeschlossen. Hat uns alle weggeschickt. Das hört sich an, als ob Pegram etwas mehr als nur den Edelstein gefunden hätte. Joa. Das ist Ihre letzte Chance, mir das Päckchen zu zeigen, Fitzgerald. Bis jetzt hatte ich viel Geduld mit Ihnen. Aber jetzt ist es Zeit, dass wir mal Tacheles reden. Aber er wird mich umbringen. Wer? Der Mann aus Paris, Jacques Marquet. Pegram hat mir gesagt, wenn ich ihm das Paket geben würde, ungeöffnet, wäre alles in Butter. Wenn ich Marquet übers Ohr hauen wollte, wäre ich tot. Ich werde mich um diesen Jacques Marquet kümmern. Geben Sie mir das Paket. Nein, warum sollte ich Ihnen vertrauen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wem ich trauen soll. Ich wünschte mir, ich hätte nie etwas von dem Loch Marn Edelstein gehört.
Oh, jetzt haut er ab. Jetzt sind wir gespannt, was passiert. Ja. Einmal angehalten. Hey, ich hab grad einen großen roten... Raus hier, Maguire. Komm wieder, wenn du alt genug bist. Was brabbelt der Junge da? Ein großer roter Sportwagen. Sean Fitzgerald ist überfahren worden. Raus hier. Mann, mach die kleine Ratte einen Krach. Vielleicht solltest du einen medizinischen Brandy rausbringen, Michael. Ach ja, und wer bezahlt dafür? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber wir gehen jetzt mal raus und gucken, was da passiert ist. Der arme kleine Junge war ja ganz aufgelöst. Spielen wir mal ein bisschen Seelsorger. Oh komm, Stoppard. Da steht er. Hat immer noch das Grinsen. Ich hab die Wahrheit über Fitzy erzählt, Mister. Okay, immer mit der Ruhe. Erzähl mir doch mal, was los war. Ich stand hier und hab nicht weiter viel gemacht. Und da sehe ich diesen ultrascharfen roten Sportwagen, wie er über den Hügel kommt. Boy, guck dir das an, sag ich. Und geh rüber und will ein bisschen näher gucken. In dem Moment kommt Fitzy aus dem Pub geschlossen und reißt mich fast um. Egal, er rennt jedenfalls raus auf die Straße. Und das Auto kommt direkt auf ihn zu. Es war zu schnell für den armen alten Fitzy und ist ihm tierisch reingedonnert. Er fliegt durch die Luft. Der Typ ist platt. Im nächsten Augenblick hüpft der Fahrer aus dem Auto und ich wollte meinen Augen nicht glauben. Er war wie ein verdammter Leprechaun-Kobold angezogen. Ja, zu den Geräuschen, also einmal angehalten, dann wieder angefahren und naja, okay. Hatte dieser Kobold eine Narbe im Gesicht? Keine Ahnung. Der Typ hat so eine blöde Maske getragen. Sind Sie ein Spezialagent? Da muss ich dich leider enttäuschen. Nein. Ist Fitzgerald etwas runtergefallen, als ihn das Auto erwischte? Ich hab nichts gesehen. Das ist alles viel zu schnell gegangen. Bis später dann. Okay, Mister. Nun gut, also ihm ist was runtergefallen, da müssen wir jetzt dran. Und zwar, ihr könnt es hier schon sehen, da ist jetzt was auf, da können wir was dran machen. Ich drücke den Schalter nach unten, was damit endet, dass er abbricht und ich ihn in der Hand halte. Gut, jetzt können wir wieder hinein. Wir haben nämlich damit was erreicht. So, jetzt reden wir nochmal mit ihm und bestellen uns nochmal so eine braune Plörre da. Entschuldigung. Ja, Sir? Ein Bier. Kann ich bitte noch ein Bier haben? Natürlich, Sir. Dasselbe nochmal? Ja, bitte. Wie wird das Zeug gemacht? Das ist das Geheimnis der Braumeister, Sir. Jedes Fass wird voller Liebe in traditioneller Weise behandelt. Oh, hey. Aufgehängt an sorgsam geknüpften Seilen aus feinstem Hanf. In den Keller hinabgelassen unter Mithilfe der Originalschwerkraft. Wie Mana vom Himmel. Originalschwerkraft. Tut mir leid, aber die Pumpe scheint kaputt zu sein. Ich könnte sie für Sie reparieren. Glaube ich nicht. Das ist ein Fall für einen erfahrenen Elektriker. Naja, wenigstens funktioniert die Spülmaschine noch. Heute ist einfach nicht mein Tag, Habt das gesehen? Die hat gerade ihren Geist aufgegeben. Ja, jetzt haben wir glücklicherweise diesen Ausweis. Ganz zufälligerweise bin ich Elektriker. Hier meine Karte. Na, ist das nicht fantastisch? Hier ist ein Haus, das von unerklärlichen defekten Leitungen gequält wird. Und da sind Sie, ein Elektriker, mit einer kleinen Plastikkarte als Empfehlung. Ich will erst mal sehen, was Sie können, bevor ich Sie an meine Bierpumpe lasse. Sie können ja mal mit der Spülmaschine da anfangen. Genau, jetzt kommen wir nämlich hinter die Theke.
Na komm, Stobby, geh mal rein. Wenn Sie damit fertig sind, schauen Sie sich dann mal die Pumpen an. So, da gehen wir mal hin. Reparieren tun wir sie allerdings erst im nächsten Teil, denn die 10 Minuten sind rum. Seid also gespannt, was Stobby mit der Spülmaschine so alles anstellen kann. Was, das erfahren wir im nächsten Teil. Bis dahin, NRW über 18. Adieu.